Ja, hallo zusammen. Heute habe ich was Neues besorgt bekommen. Und zwar ist das die Mavic Mini von DJI. Im Vorfeld habe ich mir das Benutzerhandbuch einmal heruntergeladen und durchgelesen. Also auch schon sehr interessant, was es da gibt. Und im Ausdruck als PDF gibt es im Internet auch noch in der Größe, die ich so ohne Brille lesen kann. Diese kleinen Heftchen, die sind ja echt für den Arsch. Noch eingepackt, wir schauen mal rein, was drin ist. Eine kleine vorsichtige Ahnung habe ich ja schon mal. Aber jetzt kommt der große Moment des Auspackens. Es ist wie Weihnachten. Bei 32 Grad. Man hat man sowas jetzt schon. Ja, geflogen habe ich mittlerweile die verschiedensten Modelle, angefangen vom selbstgebauten, der F450, der F550, die Phantom 1, die Phantom 2, die Phantom 3, die Phantom 4 durfte ich mal fliegen, noch nicht oder nicht eigen gehabt. Die Mavic 1 bin ich geflogen, die Mavic 2 bin ich geflogen. Ja, und jetzt habe ich gedacht, ich schaue mir dieses Teil einmal an, weil von der Größe her ist es ja schon mal sehr klein erstmal. Also mit 249 Gramm das wohl kleinste brauchbare Gerät, das so in der Luft von DJI sich bewegt. So, ist natürlich alles verpackt 15 Mal. So, wir schauen rein. Sehr übersichtlich das Ganze. Ich beginne mit einem Köfferchen. Auch der ist nochmal ja, verschlossen. Also vor mir war scheinbar keiner dran. Schneiden wir es ab, legen wir es dahin. Und dann schauen wir einmal hinein, was wir da vorfinden. Ja, und da ist schon alles sehr übersichtlich angeordnet. Boah, ist leicht. Ja, niedlich. Wenn man so schaut, passt auf eine Hand. So, einmal die Drohne. Da muss ich jetzt tatsächlich mal schauen, was das ist. Ich habe eine Vermutung. Oh, Papierzeug. Name, Produkt. Ja, und schau mal her. Hi! Gut, es stehen in verschiedenen Sprachen drauf. Plastik, Plastik, Plastik. Boah, was will ich da? So, was haben wir hier? Die Fernbedienung. Müssen wir mal schauen, die Null fehlen. Wo finden wir die? So, in der Fernbedienung, hier unten drin, dort und dort sind die Schrauber, die Sticks zum Steuern. Was haben wir hier drin? Ich vermute das Ladegerät für die Akkus. Drei Stück bei der Combo. Das ist Fly More Combo Set. Kostet unwesentlich mehr. Gehören drei Akkus dazu. Noch sind sie nicht drin. Mal schauen, wo wir sie haben. Irgendwo werden sie auftauchen. Schauen wir hier rein. Das packe ich jetzt mal nicht aus. Ich zeige es mal einfach so. Ein Schraubendreher. Ein kleiner Schraubendreher. Das sind die Kabel, mit der man das Handy oder das Smartphone mit der Fernsteuerung verbinden kann. Wir haben hier ein Ladekabel, ein USB-Kabel. Und wir haben noch ein zweites USB-Kabel. Und wir haben hier, gut, das kann ich beim besten Willen nicht durch die Tüte erkennen, nochmal zwei Sticks für die Fernbedienung. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir haben einen ultra ja, kleinen Koffer, wo alles reingeht. Gehört mit dazu. Was mir fehlt, sind noch die Akku. Ah, da unten ist noch mehr drin. Ja, das mache ich einmal ganz kurz auf und packe es dann wieder weg. Weil das sind die Rotorschützer.
Wenn man indoor fliegt, sind die Rotoren geschützt. Wenn man mal irgendwo aneckt, bleiben die Rotoren heile. Für mich entscheide ich jetzt mal, braucht kein Mensch. Ist noch mehr unten drin. Wir schauen weiter, was wir hier noch mehr drin haben. Das dürften die Akkus sein. So, dann schauen wir mal rein. Ja, genau. Einmal Akku, zweimal Akku, dreimal Akku. Sehr schön verpackt. Für die Ladebox. Einmal. Zweimal. Einmal, zweimal und dreimal. Also die Fly More Combo Packung, die kostet ca. 100 Euro mehr als die Mavic Mini Normal. Bei diesen 100 Euro sind drei Akkus dabei. Wenn man die einzeln kaufen würde, wäre man im Preis oben irgendwo drüber. Und aktuell haben wir ja die Mehrwertsteuer ein kleines bisschen runtergesetzt bekommen. Da bekommen wir auch noch mal ein paar Prozente dazu gepackt. Im Vergleich noch zum Frühjahr. So, hier müsste ich jetzt auch mal reinschauen. Das wird ein Ladegerät sein. Mutmaße ich einmal und siehe da, die Mutmaßung ist richtig. Ein Ladegerät ist dabei. Das packe ich wieder hier dazu. Da habe ich jetzt gar keine Ahnung, was es ist. Ah. Ja, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Ich habe mir für meine Augen einmal, das kann man also sehr schön sehen, im DIN A4 Format eine Bedienungsanleitung heruntergeladen und ausgedruckt, beidseitig, weil alternativ ich weiß, dass man bei DJI Mini, schaut mal her, kann man das sehen, das dabei kriegt und das gibt Augenkrebs. Und aus diesem Grunde packe ich das auch sofort wieder hier rein. Mach das zu und schaue nie wieder hinein. Es bleibt dann hier im Karton liegen. Und was haben wir noch nicht? Das haben wir noch nicht. So. Hier sind Ersatzrotoren mit dabei. Wie kann man das sehen? So. Müssen Ersatzrotoren sein, genau. Ja, ich lasse es mal zu, diese kleinen Teile bei. So, hier sind 1, 2, 3 mal Ersatzrotoren bei. Okay, hat man gespart, wenn man durchzählt. 4 Rotoren hat so ein Teil. 3 sind dabei als Ersatz, musste einen kaufen, falls es kaputt geht. Das Schicke ist, ich habe es bei Expert gekauft. Bei Expert gibt es eine Versicherung mit dazu. Ein paar Euro kostet die im Monat. Die ist gegen alles jetzt versichert, gegen Diebstahl, wenn sie mal runterkommt, wenn sie mal geklaut wird, also aber Diebstahl, ne? Ja, wenn sie mal wegfliegt, also gegen alles ist es versichert. Ja, mal gucken, was haben wir denn noch? Den haben wir schon. Ja, jetzt mal schauen, wie sich das Ganze zusammensetzt. Die Rotoren sind hier, muss man schauen. Da muss ich wahrscheinlich auch mit, ne? Ja. Mit der Schere dran, machen die kleiner, dann ist noch was handlicher. Einmal aufgeschnitten. Das haben wir schon mal. Hier oben das gleiche nochmal. Das geht aber auch ohne Schere, sehe ich hier gerade. So, haben wir auch aufgeschnitten. Was haben wir noch? Hier ist noch ein Schutz drauf, den kriegen wir so ab. Auch ab. Aufgeklappt wird das Ganze wie die Mavic Modelle schon vorher. Einmal auf, zweimal auf, dreimal auf, viermal auf. Ist noch ein Aufkleber drauf. Wofür? Ah, geht direkt eine Klappe mit auf. Das ist ja praktisch. Und den machen wir auch mal ab. So. So, wenn man jetzt mal schaut, ich lege noch einmal auf die Hand. Sehr handlich, sehr klein. Von der Farbe her hätte ich mir das ein bisschen anders gewünscht, weil vom Himmel ist das ein bisschen grau. Hier hinten ist das Fach für die Akkus.
Akkus hier. Rausbekommen. So, das wird dann hier einmal eingelegt, zugeklappt. Wir haben mehrere Möglichkeiten, etwas aufzuladen. Wo waren die jetzt zum Beispiel? Ah, hier hinten. Hier hinten ist einmal die Ladebuchse für ein USB-Kabel und daneben wird die, die Speicherkarte eingelegt, für die Fotos in der Luft zu speichern. Wir haben hier unten drunter den Start. Knopf, womit wir die Drohne starten können und womit wir sie auch hinterher abschalten können. Wir haben den Gimbal-Schutz. Einmal so darauf, dann ist die Kamera direkt mit dabei. Den setzen wir auch direkt wieder drauf, weil die Kamera ist eigentlich so das empfindlichste Teil. So, das empfindlichste Teil der Drohne, weil wenn die Kamera kaputt ist, fliegt die Drohne noch, aber macht halt eben keine Bilder mehr. Ja, was wir vorab noch machen müssen, wäre die DJI-App herunterladen. DJI Fly heißt die, glaube ich. Ich schaue mal eben nach. Die gibt es im App Store bzw. im, App Store oder halt eben auch im Play Store heißt es. Das heißt, die DJI Fly App. In der Beschreibung ist auch direkt so ein QR-Code einer mit bei, da kann man mit der Kamera draufhalten, hat man ihn sofort da. Die war auch ziemlich leicht zu installieren. Das Einzige, was mir jetzt bis jetzt gefehlt hatte, war die Verbindung mit der Drohne. Ja, ausgepackt ist und die Verbindung werde ich jetzt mal herstellen. Gut, wünscht mir Glück. Mal schauen, wie das Ding fliegt. Einmal geflogen habe ich es ja schon. Mal schauen, wie es jetzt hiermit ist. Es ist ein kleines bisschen zu der Mavic vorher, ist es ein kleines bisschen Umgewöhnung, weil die Fernbedienung hat also kein Display mehr. Aber was soll's, auf dem Smartphone steht ja eigentlich alles drauf, was man haben will. Die Bedienung ist auch hier ähnlich. Wir haben hier Foto und, Foto und Video. Wir können hier eine Einstellung machen, für die Kamera zu neigen. Ja, und das war auch schon alles, was die Fernbedienung können sollte. Also zumindest bei denen. Von der Reichweite her steht geschrieben 2 Kilometer Reichweite, was das Videosignal angeht. Auch das muss man mal schauen. Ich bin gespannt auf die ersten Flugergebnisse. Also wünscht mir Glück und in Kürze gibt es dann auch die ersten Bilder. So. Nachdem die Drohne jetzt ausgepackt ist, habe ich ein paar Tage lang Zeit gehabt, das zu testen und es hat sich auch gleich ein schickes Problem aufgetan. Und zwar sieht das Problem so aus. Liebe Freunde von DJI, es wäre toll gewesen, wenn das Teil 1 Zentimeter länger gewesen wäre. Das iPhone 8 von meiner Frau hat funktioniert, da hat das Kabel ausgereicht. Bei meinem iPhone XR, ja, da war es schon etwas Fummelei. Und letzten Endes hat es dann damit getan, mal hat es getan, mal hat es funktioniert, im nächsten Moment hat es wieder nicht funktioniert, als es darauf angekommen ist, hat es nicht funktioniert, als man einfach hier ein paar Bekannten was zeigen wollte, hat es dann funktioniert und das kann keine Lösung sein. Bei Amazon habe ich ein entsprechendes Kabel auch bestellt, ja, das ist auch schon zugestellt, sagt Amazon, ich weiß halt nur nicht wo, ja, also zumindest nicht bei mir und so habe ich dann für gestern eine Lösung gesucht und wie ich das denn regeln kann. Weil das kann man also bei etwas größeren Smartphones wohl vergessen. Die Lösung habe ich bei YouTube gefunden und die sieht quasi so aus. Das ist ein Adapter von Micro-USB auf USB. Das wird einfach hier an die Ladebuchse an der Fernsteuerung rangemacht. Das habe ich bei der Mavic Pro auch schon gehabt. Da hatten wir hier unten noch einen USB-Kanal, USB-Port. Die hatten auch schon diese Lösung angeboten, die nicht funktioniert hat, zumindest bei mir nicht, oder ich bin einfach zu blöd dazu, das mag sein. Und dann habe ich von hier quasi das USB, das normale Ladekabel, was wir haben, abgenommen und habe das dann ins Handy eingeführt. Hat immer funktioniert, leider haben wir hier bei der Mavic Mini diesen Port nicht mehr, Sparmaßnahmen. Gut. Ich habe es also so gelöst, indem ich mir ein USB Kabel von MicroUSB auf das Adapter gemacht habe. Hier stecke ich nun mein Ladekabel ein. So. Und kann dann ganz entspannt hier das Lightning-Kabel für mein Smartphone
abnehmen und habe dann die Lösung so parat, ohne mit diesem Kabel so eine Art Roulette spielen zu müssen. Klappt es heute nicht. Da habe ich nämlich definitiv keinen Bock drauf. Ich habe gestern auch schon mal die ersten Flüge gemacht. Es hat also wunderbar geklappt. Die Übertragung hat weder geruckelt noch sonst irgendetwas. Ich bin also relativ zufrieden und für knapp 10 Euro bekommt man dieses Adapterkabel. Und na gut, vielleicht habe ich Glück und mein bei Amazon bestelltes Kabel kommt dann auch noch irgendwann mal zutage. Ich habe schon in der Nachbarschaft gefragt, da ist es nicht. Ich bin gespannt, wo es bleibt. Kostet übrigens dann auch so um die 10 Euro. Ja, das war eine Lösung für ein Problem, was wahrscheinlich nicht nur ich alleine haben werde, was den größeren Smartphones angeht. Und für mich ist das gelöst. Ich kann mit der Mini fliegen und das werde ich jetzt auch nochmal ein kleines bisschen tun. Und sobald ich neue Sachen finde, die es zu beheben gilt oder vielleicht irgendein Problem entdecke, wo ich nicht so mit einverstanden bin, ja, werde ich mich auch nochmal melden. Fakt ist, wir haben es jetzt ein bisschen windig gehabt, stürmisch gehabt, kann man jetzt so ein bisschen in Relation sehen. Es war so ein windgeschützten Bereich, aber ordentlich Wind. Die Mavic hat also wirklich sich klasse in der Luft gehalten. Ich bin erstmal begeistert, obwohl, ja, es sind so Kleinigkeiten, die fehlen. Also das RAW-Format ist weg, also macht es auch nicht. Das 4K-Video im Gegensatz zu der Pro ist weg. Kann man mit leben. Ich bin von den Ergebnissen bislang eigentlich begeistert. Ja, und werde jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen was fliegen und mal schauen. Das größte Plus, was die Mavic Mini hat, ist die Größe. Ich habe hier den Koffer ja mit dabei bekommen und diesen Koffer bekomme ich also tatsächlich in meine Tasche, die ich so in aller Regel, wenn irgendetwas ist, so greife. Da bekomme ich die mit ganz problemlos mit rein. Es gibt eine kleine Sache, die ich vielleicht nochmal sagen muss, wenn er es ausgepackt hat und die hält sich nicht so hundertprozentig in der Luft. Also die hält sich schon in der Luft, aber sie bewegt sich etwas. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemerkt. Entweder driftet die so ein bisschen zur Seite oder nach vorne und nach hinten. Das Problem kann man auch ganz einfach lösen. Es nennt sich Steuerung kalibrieren. Die Steuerung scheint sich, bin ich auch noch nicht sicher, wie gesagt, es sind also ein paar Tage, aber die Steuerung scheint sich ein kleines bisschen zu verstellen, wenn man diese Steuerknüppelchen, die hier unten auch drin sind, aufmontiert und abmontiert und aufmontiert und abmontiert und dann immer wieder neu benutzt, dann scheint es ein kleines Problem mit der Steuerung zu geben. Das heißt also, ich bin bei fast jedem Start, den ich jetzt gemacht hatte, nachdem ich das so auf dem auseinandergebauten Weg transportiert habe, auf das Problem gestoßen, dass ich zuerst die Steuerung neu justieren muss. Muss man jetzt nicht verstehen, kann man vielleicht verstehen, muss man nicht, aber nur für den Fall, dass sich eure Drohne dann irgendwie mal so ein bisschen bewegt, kalibriert die Steuerung mal. Das geht also in der Software, in der DJI-App relativ simpel und bringt einen großen Erfolg. Gut, ich probiere weiter aus. Das war jetzt das Update zu kleineren Problemchen mit der Steuerung, mit dem Verbinden der Mavic Mini und dem Smartphone. Also insbesondere bei mir ist ja das iPhone XR. Gut, ich wünsche euch viel Spaß beim Fliegen. Bis demnächst.